Ja, mir werden als Student zu schnell geschlagen. Das Argument, dass es kein C-Laufwerk gibt, das gilt nicht. Ich weiß nicht, nur, wie ich das um Mac und Laufen kriege. Ich habe das einfach als Challenge abgeholt. Ich bin schon bis dahin nach Linux laufen. Und das nicht alles probiert, das ist das nächste. Allenfalls in der Macintosh habe ich Folgendes gemacht. Ich bin hingegangen und ich habe also meine Festplatte echt crucial. Ich bin hingegangen und ich habe von außen vom USB-Stick einen Folder kreiert, den ich DOSBox genannt habe. Und da habe ich dann die Sachen draufgeladen, die du auch hast. Dann habe ich den DOSBox raufgeladen als DMG-File. Ich habe dann die App rausgezogen, ich habe alles auf klein geschrieben, DOSBox benannt. Und die setze ich an die Applikationen. Dann habe ich nach, ich konnte und laufe mir, ich komme dann nicht an die Robbe heran. Da habe ich dann nach die Script-File gemacht, Apple-Script-File, die ich auch am Anhang schicke, das per E-Mail. Und dann, wenn das bis gemacht hast, da lief das folgendermaßen. DOSBox, die wird lanciert. Und du siehst mal, wie du siehst, okay, das ist kein C-Laufwerk, du, richtig. Wenn ich los so ein C, Doppelpunkt, das ist dann, ich versichere an den C, oh, C, ich muss Shift machen, ne? Da seht ihr, es gibt kein Drive C, das muss ich für dich kreieren oder mounten. Also kreiert erst den DOSBox hier schon hier, wenn wir müssen ihn just mounten. Und der Befehl dürfen wir als ganz einfach da so mal mount und dann so mal C an mir so ein Tilde an den ja, ich muss just den voilà, die fangen an die pointieren wir dann auf die Folder DOSBox. Den wir ja hier gesehen. Voilà. Da haben wir C erst gemount und dann ist es nicht mehr nach DOS Befehle. C Doppelpunkt. Und da haben wir DIR. Voilà. Und da haben wir dann die ganze Panoplie. Für das erste Mal den Norton Commander, den als Batch-File ja auch lebt. Voilà. Da haben wir dann den Norton Commander. Wir wollen aus dem rausgehen. Function F10. An mir gehen zurück ob den C im Directory an mir holen dann der Robert. Du hast für die kleinen Batch-File der Robert. Voilà, Konsultation du Dictionnaire. Da gucken wir irgendein Wort, zum Beispiel der Abakül. Am Detaillé, mit D. Also wie gesagt, das funktioniert nicht mit Maus, das ganze Rest geht nicht. Und wenn wir da Verben holen, holen wir zum Beispiel Regarder. Und wenn es innen gesagt ist, F4 Konjugation, also Funktion F4, dann haben wir die Konjugation mit allem Pipapo. Voilà, das tut das ganz sehr, also das läuft ohne weiteres viel aus dem DOSBox an diesem Fall raus, kommen retour ins System d'Exploitation und dann einfach so ein Exit. Voilà, das tut das wäre doch schon.